Don't be afraid. You and me will work this all out. Halt doch mal deine Fresse, ich rede gerade mit den Zuschauern. Ja, ganz bestimmt. Well, you know the ropes by now. Ja. Halt den Mund. Ein Teddy aus Stahl. All right then, one more time. But that's it. Ihre Augen sind irgendwie gruselig. Leere, leblose Augen. Vielleicht hätte ich den Moment einfach genießen sollen. Es war gerade nette Musik. Und das scheint diese Treppe da zu sein. Und da sind Teddy und wir. Oh, yeah. Finally. We must be getting closer. Gut. Mama summt wieder uns was vor. Das ist angenehm. Und dann geht's wieder durch die Rutsche. Hui! Yay! Das läuft doch. Huiuiui. Und wir sind wieder hier. We made it back. Teddy, lauf nicht voran, sonst fällst du noch runter. Na komm, ich nehme dich wieder auf. So. Okay. Da hinten ist tatsächlich diese Schaukel, die auch auf dem Spielplatz war. Die Frage ist, wenn wir jetzt zum nächsten Ort gelangen... Find a way to safety. Find a way out of this mess. Ja, da hast du recht, Teddy. Vielleicht erscheinen dann ja mehr Inseln. Das wäre auf jeden Fall interessant. Vielleicht sind wir gerade in unserem Kopf gefangen, denke ich mal. Oder wir laufen gerade rum und das spielt alles in unserer Fantasie ab. Ich weiß es nicht. Your mother. She Witzig. Must be so worried about you. Mhm. But don't be afraid. Nö. You and me will work this all out. Halt doch mal deine Fresse, ich rede gerade mit den Zuschauern. I know we will. Ja, ganz bestimmt. Well, you know the ropes by now. Ja. Halt den Mund. Ein Teddy aus Stahl. Ich juckte ihn nicht. Ich dachte, vielleicht ändert sich das Bild hier, weil wir haben ja als nächstes jetzt die Spieluhr gefunden. Vielleicht landet die dann ja da drin, ne? Das wäre irgendwie interessant zu wissen, so Hinweise zu bekommen, wer... Naja. Wer, naja, okay. Hier. Wirf sie hinein. Dabei finde ich die so schön. Hätten wir sie nicht noch einmal spielen können. Ja, jetzt drehen. Gut. Ja, da landet sie tatsächlich. Wie passend. Yes, she sounds clearer now, don't you think? Ich weiß es nicht. Das ist gerade alles so laut. Come on. Naja, sie we have no time to lose. Sie klingt ein bisschen seltsam. Watch your step. Halt die Fresse! Sie klingt ein bisschen seltsam. Whenever you're ready. Ja. Teddy. Ich find, also klarer klingt sie jetzt nicht unbedingt. Kommen wir jetzt zu irgendwas Matschigen oder was soll das? Naja. Hui! Und wieder ist der Ladescreen nur ein bisschen da. Das sieht ein bisschen seltsam aus. Sieht nicht matschig aus, aber ich hätte gedacht, dass das sein wird, weil wir gerade, naja. Oh, hier haben wir wieder. Boom. Soundlose Flaschen. Teddy, erleuchte mir den Weg. Ein Baum in der Wohnung, ja, ist jetzt auch nicht unbedingt das, was ich bevorzugen würde. Aber jedem das seine. Ich muss doch reden, sonst ist es doch langweilig. Teddy. Also ist jetzt irgendwie ein langer Gang, ist jetzt irgendwie nicht so cool. Hier ist eine Tür hinter einem, vor einem Baum. Ist auch nicht so praktisch. Das sieht aus, als würden wir jetzt rauskommen. Das ist eigentlich
Nee, doch nicht. Hm. Also unser Zuhause ist es auf jeden Fall nicht. Oder es hat sich stark verändert. Vielleicht sind wir bei unserem Vater zu Hause. Haben wir ihn überhaupt schon mal besucht? Und da ist ein Puzzleteil. Dieses Bild will uns, glaube ich, irgendwas sagen. Hallo? Oh, ich kann es mal aussehen. Es singt uns ein Lied. Anscheinend müssen wir Puzzleteile finden und da ist eine Person drauf, die definitiv nicht wir sind, weil wir haben keine Haare. Da können wir nicht durch. Da ist aber ein Bild. Those floaty things, they look like memories. Maybe the next one is behind those roots. Aha, ein Bildchen. Aber sind wir das? Wir haben keine Haare, das können wir nicht sein. Wo gehört denn das hin? Dahin? Dahin. Die Wurzeln verschwinden. Das heißt, wir müssen hinter den Wurzeln immer ein Puzzleteil finden. Würde ich jetzt mal ganz schlau daraus einen Schluss fassen. Und hier sehen wir eine Person. Da sind auf jeden Fall. Also ich denke, wir sollen das sein mit unserer Mutter oder so. Dann sind wir das und unsere Mutter erstreckt sich an dieser Brücke, die dann da wäre. Ist auf jeden Fall nicht ganz so schön hier. Und das ist ein bisschen drückend, die Atmosphäre. Das Wasser sieht eher aus wie Öl als Wasser. Ja. Puzzleteil finden. Ist bestimmt sehr angenehm hier. Das Patschen, ey. Das erinnert mich ein bisschen an Dead by Daylight, an die Map, wo man... Alter. Wo man bei so einem... Wie heißt es? Schlammgebiet ist. Sumpf, genau, Sumpf. Wo die Hexe auch zu Hause ist. Die dann da auch so rumpatscht, genauso wie man selber. Vielleicht sind wir bei einem Sumpf und vielleicht... Nee. Naja. Und hier längs? Wie geht's hier längs hin? Das ist irgendwie ziemlich... Ha! Ey, hat funktioniert! Ein Fenster in einem Sumpf. Macht Sinn. Und dann, bumm, Fallschaden. Kollege? Okay, gut. Ja. Da blubbert's. Das sieht echt nicht aus wie ein, wie normales Wasser. Das sieht ein bisschen widerlich aus. Finger weg von Drogen, Leute, sonst passiert so etwas. Das drogensüchtige Baby, keine Ahnung, wie wir heißen. Ich will eigentlich ungern ins Wasser fallen und ich habe keine Ahnung. Vielleicht müssen wir da längs, vielleicht müssen wir auch hier längs. Ich will keinen richtigen Weg erstmal nehmen, ich will erstmal alles erkunden. Deswegen habe ich ein großes Problem mit Bioshock, weil es da so viele Wege gibt. Momentan zumindest. Alter! Die Blumen, wo wir nicht dran vorbeikommen. Oder Gras. Eher Gras. Das sind keine Blumen. Das ist auch kein Gras. Das ist hier Schilf. Heißt das so? Ich weiß es nicht. Ja. Ich denke, hier müssen wir hoch. Und hier sind Papiere. Mit Sachen drauf, die wir nicht lesen können. Hm. Gut, dann gehen wir hier mal runter. Und schauen uns hier mal um. Oh, das Feuer. Vielleicht wird mir ein bisschen wärmer. Das finde ich auch cool. Okay, da können wir, glaube ich, nicht runter. Sieht auf jeden Fall nicht so safe aus. Dann, hier ist da hinten noch was gewesen. Nein, ich denke nicht. Oder? Und eine Flasche. Naja. Kommen wir dahin? Ja, kommen wir.
Alter, was ist das? Ist das eine Schnecke? Alter, wie sieht das denn aus? Unsere Spielzeuge sehen irgendwie nicht mehr so aus, wie sie mal aussehen sollten. Gefällt mir, um ehrlich zu sein, nicht so. Und hier ist eine Spinne, das macht das wohl alles noch schlimmer. Das ist ein seltsames Bild. Und eine Matratze, vielleicht unser Bett, wer weiß es. Wer weiß. Wollte ich eigentlich gesagt haben, ich beweise es. Das sieht schon hart seltsam aus. Okay, da können wir durch. Dann geh bitte ordentlich runter. Auf einmal war der Sound weg, okay. Ist ziemlich leise gerade. Okay. Hey, da ist ja wieder die niedliche Raupe und nicht dieses hässliche Ding von gerade eben. Und hier ist ein... Flieg! Das war jetzt kein Fliegen, aber flieg trotzdem nochmal. Schön. Das sieht aus wie ein Monster unter einer Brücke. Und fliegt da hoch. Nicht? Okay, dann nicht. Okay, Teddy, leuchte uns mal ein bisschen den Weg. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier längs müssen. Müssen wir hier durch? Das aber funktioniert doch nicht. Müssen wir zurück? Oh. Das erleichtert die Frage. Gut. Dann müssen wir wohl hier einen auf sehr schlaues Baby machen. Wir sind halt schon echt schlau für so ein kleines zweijähriges Kind. Und hui! Rutschen begleiten uns durch das Leben. Was ist das denn? Ein Boot? Vielleicht eine Erinnerung, also eine symbolische Erinnerung. Strange. Ich glaube, wir müssen da längs. Ich bin mir aber nicht so sicher, weil es gibt zwei Wege und... Naja, den einen haben wir... Wir haben schon beide genommen, aber... Ja, ich glaube, hier sind wir richtig. Das ist ja eigentlich der Rückweg und wir müssen ja zurück. Alter, bitte. Kollege? Eigentlich können wir ja mal ein bisschen so rennen. Die Frage ist... Was ist denn das? Naja. Gut, so viel dazu. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Eigentlich müssten wir ja wieder durch das Bild kommen. Wenn nicht, wäre das schon ein bisschen doof. Okay. Dann nichts wie weg hier. Nächstes Puzzleteil ist geholt. Und dann wollen wir es gleich mal einsetzen. Um irgendwann dann zur Erinnerung zu kommen. Oh Mann, oh Mann. This place feels. Let's not dwell here for too long. Da gebe ich dir recht, Teddy. Der Kopf von unserer Mama fehlt noch. Anscheinend halten wir ihr ein Buch hin und wir sehen viel erwachsener aus auf diesem Bild. Naja, erwachsen jetzt nicht, aber viel. Naja, anders als wir eigentlich aussehen. Anscheinend war sie wirklich mit uns beim Friseur und hat uns die Haare abgeschoren. Und da trinkt sie von einem Brunnen und geht dann weg und ihre Haare sehen sehr hexenhaft aus. Sieht nicht gut aus für uns. Naja, für sie, aber für uns wohl auch nicht. Ich höre Schritte.